Willkommen, wir spielen weiter mit Civ 6 auf Gottheit. Wir spielen mit den Schweden, Terra-Zufallskarte und so weiter und so fort. Oh Gott, fast gestorben. Mit ihm ziehen wir... Wir können sogar direkt hier rein und das Bonusdorf kaputt machen. Minimaler Schaden unsererseits. Nein, der überlebt das. Das ist ja krass. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. So, dann eine Baumwollriss. Oh, jetzt müssen wir wieder nachdenken. Baumwolle wollten wir ja in Helsingborg. In Helsingborg machen wir die Industrie. Baumwollindustrie bringt vor Ort lokal plus 30% auf die Produktion von Militäreinheiten. Das ist der Bonus für Baumwolle. Und wir hatten ein zweites Baumwollvorkommen, das schlummerte unter Perlwoll auf dem Geländefeld. Das ist ein Baumwollfeld, wenn ich mich richtig... Genau, ein Baumwollfeld. Das wäre unsere erste Modernisierung und die machen wir gleich als Industrie. Weil oben geht nicht, geht nur hier. Die anderen Baumwollfelder, die man potenziell haben könnte. Hier bekommen wir automatisch von Kumasi. Hier sind zwei in Milchreis. Das wäre die Alternative. Das bekommen wir automatisch von Bandar Brunei. Da sind wir souzerän. Und irgendwo war noch eins. Eins unter der Stadt. Ich glaube, das war's schon, ne? Ja, und in Rindersee 1, da können wir keine Industrie setzen, da gibt es schon eine andere Industrie, genau. Also haben die Wahl, das eigentlich nur hier zu machen oder in Milchreis. Wir könnten das auch in Milchreis machen, aber vielleicht machen wir in Milchreis den Zucker oder irgendwas in der Art. Die Frage ist, ob das hier produktionsstark genug wird, um hier Dinge zu machen. Ja, gibt es eigentlich durch die Sägewerke, die man hier bauen kann. Hier wird genug sein. Und Nahrung fürs Wachstum der Stadt. Ist ein bisschen schwieriger, aber allein die drei sollten wir das eigentlich hinbekommen. Wie sieht das da aus in Milchreis? Produktion bei 5. Also auf Dauer wird die Stadt, glaube ich, produktionsstärker sein. Die Frage ist, wollen wir die Baumwolle hier nutzen? Wie ist das denn mit dem Zucker? Lass uns mal gucken, wo wir Zucker eventuell nutzen können. Genau, später machen wir einen Bauernhof zwischen die Weizenfelder. Im Moment noch nicht. Im Moment boostet er uns noch nicht wirklich. Einmal Zucker. Da oben sind gleich drei. Alle bei Vilnius. Das Zuckerfeld hier oben können wir uns holen. Die Stadt wird demnächst gebaut. Mhm. Zucker würde ich, glaube ich, könnten wir hier machen, in der Stadt, die wir hier gründen jetzt. Die wird aber weder... Da könnte man auch das mit dem Zucker machen. Das könnte man auch nutzen für Stadtprojekte. Produktion wird durch Steinbruch hier ein Sägewerk entstehen. Nahrung ist eigentlich relativ viel da. Die Ressourcen geben hier durch die entsprechenden Boosts auch ganz ordentlich. Zucker könnten wir auch hier machen. Was würden wir denn in Milchreis machen? Wir gucken uns mal alle Luxusgüter an. Ja, also hier ist wirklich nur die Wahl zwischen Baumwolle und Zucker. Also ich könnte mir vorstellen, Baumwolle hier vorne, Gewürze gibt es hier oben und den Zucker hier unten. Und dann lassen wir das hier erstmal weg mit der Baumwolle, weil die Stadt wird Schwierigkeiten haben, viele Bürger zu bekommen. Und je mehr Bürger, desto mehr Felder, in denen man auch Produktion generiert. Ich würde dazu tendieren, hier eine normale Plantage hinzusetzen und stattdessen hier... die Baumwolle hier im zweiten Ring für die Industrie hier in Milchreis zu benutzen. Wäre mein Vorschlag. Ja? Finde ich, glaube ich, klüger. Und den Zucker hier unten. Ich glaube, da haben wir mehr von.
Wir gründen eine neue Stadt, Leute. Hier unten an Ort und Stelle. Vorher hier bitte eine Plantage. Eine neue Stadt. Jetzt eine neue Stadt. Namensvorschläge. Namensvorschläge für eine neue Stadt im Süden, bitte. Gucken, was ihr alle schreibt. Ja, wir haben noch die Geländefeld-Kaufend-Karte drin. Das sollten wir jetzt machen. Richtiger Hinweis im Chat. Was der Zucker für einen Bonus bringt, den ganz wichtigen. Deshalb ist das so wichtig, wo wir das machen. Nämlich plus 20% Wachstum in allen Städten, wenn man den als Marker verteilt und erstmal lokal und 3 Wohnraum mehr. Das ist schon sehr cool. Polarblick könnte man machen. Krabbenblicke ginge auch. Krabbenstein würde ich sofort kaufen. Kapkrebsstadt gefällt mir auch. Krabbenklippe. Krabbenklippe ist bislang das Beste. Vor allem, weil ich mich da ganz oft verspreche. Ach, das ist ja lieb. Brodak von Levin schreibt, zuckersüßer Bulle. Hör mal, ich habe zwar eigentlich nach was anderem gefragt. Es rührt mich jetzt ein bisschen, nämlich danach, wie wir die Stadt nennen wollen. Aber ich bin für Schmeicheleien offen. Das ist der netteste und süßste Kosename, der mir je zugerufen worden ist. Ich werde ganz rot. Vielen Dank an Brodak von Levin. Vielen Dank. So bin ich ja, selbst meine Liebste hat mich noch nie so genannt. Zuckersüße abkommen, ich werde ganz rot für Freude. Du machst mich echt glücklich. Ein ganz liebe Grüße zurück an Brodak von Levin. Wenn ich dich mal sehe, ich werde dich knuddeln. Ganz entzückend, ich bin echt gerührt. Ich bin total gerührt. Vielen Dank, Brodak. Ganz lieb. Aber jetzt zurück zum Thema. Wie soll die Stadt heißen? Wie soll die Stadt heißen? Hört auf mit den Komplimenten. Wie soll die Stadt heißen? Krabbenklippe. Ja, Tuna wünscht sich Krabbenklippe und unterstreicht das mit einem Cheering. Krabbenklippenkalpe North Bowman ist mir zu kompliziert. Das merke ich mir nie und nimmer. Einmal hier bitte einmal die Krabbenklippe. Brodak. Liebe Grüße an Sophie. Einmal Stadt hier gründen. 3 Zeitalterpunkte. Göteborg, die neueste Stadt. Göteborg, unseres wachsenden Reiches unter andere Zivilisationen beäugen sie voller Bewunderung, weil... Aha, wir haben jetzt mindestens 3 Städte mehr als alle anderen. Anders formuliert, wir sind jetzt Angeber. Also ich sowieso. Einmal Göteborg, statt Göteborg machen wir Krabbenklippe. Oh Gott, das kann ich gar nicht flüssig aussprechen. Oder wie die Einheimischen ihre Stadt auch liebevoll nennen, um zu zeigen, dass sie Erste sind im bundesweiten oder Reis- oder Mensch- oder planetenweiten Vorlesewettbewerb. Das ist die. Ja, die haben so einen speziellen Dialekt hier. Das ist die Krabbenklippe. Ja? Diese Stadt taufe ich feierlich auf den Namen. Eine Sektflasche wird geopfert. Krabbenklippe. Ja, dass ihr mir bitte flüssig das auch über die. Euch das über die Lippen geht. Das ist die Krabbenklippe. Alles klar? Ja? Einmal hier rein und bitte. Ja, lass uns mal ein paar Pins setzen. Ein paar Pins setzen, ja? Erstmal kaufen wir schon mal das Geländefeld hier dazu. Für 108. So. Danke an Japan, Uwe. Liebe Grüße an dich und danke für Sechster. Hi. Und jetzt ist die Frage. Ja, kommt dir auch, lieber Zerberster, ganz flüssig über die Lippe, dieser Stadtname. Das finde ich sehr cool. Sägewerk und so weiter, gleich alles hier. Stadt hat wie viel Nahrungsüberschuss? Dick, aber da wenig Wohnraum hilft wenig. Müssen wir gleich noch Gebäude kaufen. Wo platzieren wir... Wir kaufen jetzt erstmal alle Geländefelder überall, die wir brauchen noch. Und die jetzt wirklich wichtig sind. Hier, Baumwolle. Und hier oben, die werden beide gekauft. Oder kommen die in Kürze dazu? Nein. Einmal hier kaufen. Monumente erstmal zu Ende bauen. Ein Ache hier. Das können wir auch kaufen. Da wollten wir roden und da wollten wir eine heilige Stätte hinsetzen. Ne? Z-
zum Zucker hin. Müssen wir uns ein bisschen hinbewegen. Erstmal alles andere gucken. Nochmal Perlen. Ressourcenüberblick Perlen. 2,12 unter Kontrolle. Monopol ist weit weg. Also das ergibt so viele Perlenvorkommen, das ist ein bisschen schwieriger. Wir haben die Karte für einen billigen Kauf drin. Ganz ruhig. Wir haben die. Alles gut. Noch eine Stadt gründen. Welche wo? Jetzt noch eine Stadt gründen. Habe ich irgendwo noch einen Siedler? Ja, hier vorne natürlich. Richtiger Hinweis. Danke dir. Nein, nächste Runde erst. Nächste Runde. Das kommt in 16 für die Pelze. Das können wir uns sogar kaufen hier, dann wäre das kaputt, aber das ist irgendwie unsportlich. Einmal die Luxusgüter einkaufen, alle. Die sind dabei. Die sind dabei. Das ist weit weg. Das wird nachher gegründet. Hier kaufen wir nächste Runde jetzt nicht. Wir können uns zum Zucker hinkaufen. Raufkaufen. Die haben wir schon. Das haben wir schon. Das haben wir auch. Also das Klügste ist, glaube ich, zum Zucker sich hinkaufen. Das würde ich, glaube ich, machen. Gibt es hier unten auf dem anderen, hier unten noch irgendwas? Nein. Dann lass uns das machen. Wir kaufen uns Richtung Zucker hoch. Das ist das zweite Zuckervorkommen, ne? Kann es Überschwemmungen geben, aber das ist mir Wumpe. Jetzt haben wir nicht mehr immer noch genug Geld. Wir können es immer noch weiterkaufen. Wünscht ihr euch noch was? Welche Stadt? Normal. Danke fürs Verschenken an Mobby Iron. Danke. Naturwunder kaufen. Ja, aber dann würden wir das auch bewirtschaften müssen. Und das ist im Augenblick... Ich glaube nicht, dass wir das im Moment bewirtschaften. Das hier wäre eigentlich wichtiger. Das Feld, die kommen alle hier von allein. Das wäre ein sehr cooles Feld hier. Das können wir uns holen und dann mit einem Sägewerk bewirtschaften. Das wäre ein sensationelles Feld. Es hilft uns sofort. Die Perlen können wir uns hier dazu kaufen. Noch ein zweites Feld beim Milchreis, das so cool wäre. Das hier unten, ja. Und dann könnten wir uns sogar das Baumwollfeld hier noch dazu kaufen. Das könnten wir uns dazu kaufen, aber man kann es auch übertreiben. Wir müssen ja nicht nur, weil es können, das Geld aus dem Fenster hauen. Seht ihr noch was? Das Feld hier? Gehört uns das? Das gehört denen, ne? Ja.
Das war's. Das ist, glaube ich, alles, was im Augenblick sinnvoll ist. Oder übersehe ich irgendwas? Ich glaube, das war's. Gehen wir hier in die Produktion rein. Wir wollten Pins setzen für die Bezirke. Hier könnte man einen Hafen hinsetzen. Die strahlende Ressource könnten wir entfernen, könnten einen Campus daneben setzen. Ich zeige es euch mal. Also Handelsdistrikte baue ich halt kaum, weil die großen Händlerpunkte bekommen wir über die Industrie, das reicht. Und an der Küste und vor allem in Gegenden ohne Flüssen haben wir mehr von Häfen, finde ich. Wir könnten das so machen. Wenn wir die steine Ressource entfernen, hätten hier den Campus. Der Campus bekäme hier einen Nachbarschaftsbonus von plus 1. Und hätte, weil das Rift daneben ist, nochmal 2 dazu. Und dann wären wir bei 3 beim Campus. Und wir brauchen natürlich dann auf jeden Fall einen Theaterplatz. Der kann irgendwo entstehen. Das ist eigentlich egal wo. Unsere Hauptsorge sollten eigentlich sein, Theaterplätze. Wäre eigentlich allerdings das, was wir zuerst hier machen sollten, denke ich, ne? Was sollen wir hier bauen, Leute? Handwerker, der hier kaufen. Campus. Wir haben 4 Bürger. Wir können 2 Bezirke bauen. Wir können also auch zum Beispiel erstmal den Hafen bauen. Dann schalten wir eine Handelsroute frei und noch mehr Wohnraum. Wir haben ja kaum Wohnraum hier vorne vor Ort. Also ich würde sagen, wir setzen den Hafen hier hin. Und beginnen den hier zu bauen. Ja? Ja, Campus ist der nächste Schritt eigentlich. Wir sollten erst die Steinressource, die sollten wir erstmal entfernen dafür. Ich fange mit dem Hafen an. Wir können auch beide, wir können 2 Bezirke schon mal bauen. Einer hier hin. Gleich als nächstes holen wir uns viele, viele Handwerker hier überall. Nach oben. Da hinten hin zum Beispiel. Können wir auch den Stelle platzieren, falls mal irgendwann eine Einheit hin und her zieht. So, und das ist ein einzelner Handwerker und mit ihm wollten wir hier, glaube ich, roden. Den Dschungel entfernen und dann die heilige Stätte drauf. Überlegen wir, ob wir nicht das hier unten doch noch kaufen sollten. Und überhaupt irgendwie hier, weil das ist ja lächerlich wenig hier. Ach so, Moment mal, wo wollten wir die Pelze nochmal hinpacken? Wollten wir die hier oder unten hinpacken? Wir hatten gesagt nach. Wollten wir die hier oder oben hinpacken? Wir wollten die oben hinpacken, ne? Wollten wir nicht einpacken, wo er gerade stand? Die Pelze wollten wir hier hin. Nee. Oh Gott, wo wollten wir die Pelze nochmal hinpacken? Hier wollten wir den Zucker hin. Wollten wir die Pelze nach unten oder nach oben? Nach oben. Dann musste er wieder zurück rein. War uns das sicher, weil wir gesagt hatten, dass wir oben auf mehr Nahrungserträge kommen und hier unten. Nee, wollten das nach unten? Wollten wir das nicht. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Wollt ihr nach unten oder nach oben? Ihr seid euch sicher nach oben. Es kam zu keiner Entscheidung. Oben.
Ja, hier ist zu wenig. Ja, ja. Wegen der Tundra. Dann ziehen wir den Handwerker gleich wieder rauf. Hier ziehen wir gleich ins Bonusdorf rein. Jetzt müssen wir noch an den Politikkarten arbeiten. Die können wir rausschmeißen. Also wir könnten das wunderschneller bauen, aber das ist nur in einer Stadt. Das wird auch so fertig. Aber das wird uns sehr helfen. Jede Runde, die das Wunder fertig wird, ist die Store de Belém Video, Weltwunder. Wie früher, danke an Gilgamesh fürs 19. 9 zurück. Danke für die lieben Sätzchen. Danke, schön, dass dir so viel Spaß macht hier. Je früher wir das Weltwunder fertig haben, desto früher bekommen alle Städte auf einem anderen Kontinent ein gratis Gebäude drauf. Allerdings müssen wir vorher auch noch einplanen, dass wir noch einen Siedler noch kaufen müssen, ne? Der Siedler hier oben, den müssen wir noch kaufen. Da zieht jemand hin. Zwei. Wir müssen zwei noch kaufen. Dafür brauchen wir um die 4000 Gold. Etwas mehr. Und das Weltwunder wird jetzt fertig nach der Werkstatt geschätzt. Sagen wir mal in 18 Runden. Und wir brauchen 350, produzieren wir eine Runde. Das heißt, einen Siedler könnten wir erzeugen über den Daumen alle 7 Runden. Das heißt, 14 Runden, das wird ausgehen. Sind wir uns denn sicher, dass wir nicht noch einen Siedler brauchen? Und wir brauchen noch einen hier. Wir brauchen noch 3 Siedler. Einen. Einer ist für oben unterwegs, einer hier unten. Da zieht einer hin, 2. Einer hier oben. 2 brauchen wir noch. Genau, noch 2. Sollte gehen. Sollte gehen. Dann können wir eigentlich die Wunderkarte reinnehmen. Dann wird das Wunder früher fertig sein. Allerdings müssen die Siedler, die wir kaufen, auch noch vor Ort hingehen und dann ihre Stadt gründen. Aber das sollte ja alles machbar sein. So können wir es machen. Finde ich eigentlich ganz gut. Persönlich. Gefällt mir. Mit Brüssel geht es etwas schneller, ja. Brüssel, waren wir schon so zu rennen in Brüssel? Ich glaube, mittlerweile sind wir schon, ne? Brüssel ist schon drin, ja, ja. Und der Rest, einmal Militärkarten checken. Lager und Häfen, haben wir im Augenblick viele Häfen im Baum, die dadurch schneller gehen würden. Wie viele Häfen haben wir im Baum? Häfen und Häfengebäude. Einen einzigen. Das ist wenig. Einer ist wenig. Dann brauchen wir die Hafenkarte schon mal nicht. Es gibt eine Militärkarte, durch die man Hafen und ihre Gebäude schneller kaufen kann. Die Kolonialbüros. 15% mehr Wachstum. Brauchen wir noch nicht. Im Augenblick wachsen viele der Städte nicht, weil die noch Wohnraumprobleme haben. 10% mehr Produktion ist nicht so viel. Würde ich noch lassen, Kolonialstrahlen. Wir brauchen Handwerker. Wir kaufen jetzt Handwerker. Wie lange läuft die nächste Produktion? 9 Runden. Ich sehe uns jede Menge Handwerker kaufen gerade. Entweder Handwerker oder Gebäude kaufen. Wir können auch überall eine ganze Runde zum Beispiel an Monumenten einkaufen. Wir können jede Runde ein Monument kaufen. Überall. Oder einen Kornspeicher vor Ort. Das wäre die Alternative. Stattdessen die Handwerkerkarte in 9 Runden erst reinpacken. In 4, 5 Runden. In 5. Amphitheater ist gleich fertig in 5 Runden. Ja? Handwerkerkarte können wir im Augenblick noch weglassen. Machen wir nachher. Weil wir kaufen die Handwerker eh nicht im Augenblick, weil wir müssen ja die Siedler kaufen. Die Wunderkarte. Und beim Militär. Stadtmauern später.
Industriegebiete haben wir kaum. Der Fortbewegungspunkt hilft uns bei den Gouverneuren, ist und der hilft uns auch bei der Fortbewegung von dem einen Siedler, aber ich weiß nicht. Ich würde die Karten hier so lassen. Dann gehen wir mal gucken bei der Diplomatie. Ah, stimmt, da wollten wir die Ratschkarte reinnehmen. Und die zwei Einflusspunkte, weil die uns sechs, ne? Sechs mehr an Wissenschaft, Kultur und Glauben bringt, für sechs Stadtstaaten, in denen wir suzerän sind. Alle. Brauchen wir die Annehmlichkeitenkarte, wird im Chat gefragt. Wir hatten. Also, dann würde ich eher. Ich bin mir nicht sicher. Wie wichtig sind die beiden Einflusspunkte? Im Augenblick 10,5 jede Runde. Damit 12,5. Oder ein Gold. Gold haben wir genug. Charismatischen Anführer. Mehr große Künstlerpunkte. Aber nur zwei, das ist mir zu wenig. Große Ingenieure, um demnächst, was weiß ich, Weltwunder. Wir haben ja das Mausoleum von Halikarnassos gebaut. Wir haben noch keinen Industriebezirk. Mausoleum von Halikarnassos gibt jedem großen Industriellen, pardon, jedem großen Ingenieur einen extra Aktionspunkt. Die plus zwei Händler. Punkte nehme ich nicht rein. Wir haben so viele Industrien, das mache ich nicht. Also das wäre hier eine Möglichkeit. Allerdings weiß man nicht genau, wie glatt das aufgeht, ob das ein großer Ingenieur ist, der wirklich für uns passend sein wird. Aber irgendwie ein Weltwunder damit boosten. Also das wäre es so. So könnte man das machen. Kunstmuseen haben wir noch keines gebaut, eines demnächst nur. Also das wäre nur die zwei Künstlerpunkte, das ist wenig. Die man da hätte. So können wir es machen. So gefällt es mir eigentlich ganz gut. Ja. Das wäre nur plus zwei. Wir haben keine Kunstmuseen. Die haben wir erst nachher. Nickt ihr mir das ab? Können wir das so machen? Was meint ihr? Also hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir die brauchen, aber es passiert auch die ganze Zeit so viel. Da müssen wir ganz viele Städte kontrollieren, da bin ich zu faul für. Ich weiß nicht, ob wir die eine Goldkarte brauchen hier oben. Gold ist nicht das Problem. Wir können auch irgendwas reinnehmen, was uns signifikant irgendeinen anderen Vorteil bringt. Aber ich weiß nicht, was das im Augenblick sein könnte. Wir sind ja nicht im Militär und so. Stadtmauern bauen wir im Augenblick keine. Wir haben einen Industriebezirk und das ist der in der Weltwunderstadt. Der wird dann doppelt so viel Nachbarschaftsbonus bekommen. So, mal gucken, wie viel der hat, damit das Weltwunder schneller geht. Aber wir machen das einfach. Damit boosten wir den mal. Ist ja nur für 5 Runden, hat man gesagt. Jetzt gehe ich mal gucken, wie viel das war. Ich bin echt zu faul, das alles wieder nochmal einzustellen. Das Industriegebiet war hier vorne und hat einen Nachbarschaftsbonus von 10. Nein, Moment, was, wie, wo? Ja, Aquädukt, Stadt, 3, Steinbruch. Ja, 5. Einen durch den kleinen Nachbarschaftsbonus, einen vom Stein, 2 vom Aquädukt sind bei 4. Der fünfte fällt mir gerade nicht ein, woher er kommt. 10er Nachbarschaftsbonus. Ja, 5 Industriepunkte mehr haben wir gerade bekommen in der Stadt mit Weltwunder. Dann wird das Weltwunder mit nach der Werkstatt auch noch früher fertig. Alles richtig gemacht, eine Runde weiter. Ob ich eine Lieblingszivilisation habe? Immer die, die ich gerade spiele. Lieber 10297981105. Immer die. Jetzt gründen wir gleich die nächste Stadt, wenn der Siedler überlebt hier. Wie viel Gunst? Ich habe die ganze Gunst eben rausgehauen. Wie viel Gunst haben wir? 23. Willkommen beim Weltkongress.
gucken, worum es geht. Mal gucken, worum es geht.